Die Fortsetzung von Bridgerton, Queen Charlotte, erzählt die Anfänge der Beziehung zwischen Königin Charlotte und König George. Dabei wird vieles erklärt, was in Bridgerton nur angedeutet wurde. Aber was steckt hinter Georges mysteriöser Krankheit? Die beiden Hauptfiguren basieren auf historischen Persönlichkeiten, denn auch der echte George III. Litt an einer Krankheit. Obwohl es fast unmöglich ist, eine sichere Aussage zu treffen, gibt es einige Vermutungen über die tatsächliche Krankheit. Eine rückwirkende Diagnose bei König George III. Wird dadurch erschwert, dass einige Symptome durch Behandlungen hervorgerufen wurden. Einige waren traumatisch, während andere mit der Einnahme giftiger Substanzen wie Arsen in Verbindung gebracht wurden. Eine mögliche Erkrankung ist die bipolare Störung und eine andere die Porphyrie, eine Erkrankung, die die körpereigene Produktion von Häm beeinträchtigt, einer lebenswichtigen Verbindung, die für das Funktionieren vieler Körpersysteme erforderlich ist, wie BBC schreibt. Da die Symptome verschiedene Teile des Körpers betreffen, von der Leber bis zur Haut, umfassen akute Anfälle auch Halluzinationen, Angstzustände und eine Reihe anderer neuropsychiatrischer Symptome, die ziemlich gut mit dem übereinstimmen würden, was wir über die Episoden von George III. Wissen. Die starken Schmerzen dieser akuten Anfälle könnten auch die kognitiven Funktionen des Betroffenen für die Dauer der Episode beeinträchtigen, sowohl direkt als auch als Folge des durch die starken Schmerzen verursachten Schlafentzugs. Die Theorie der Porphyrie wird durch die Tatsache unterstützt, dass der Nachkomme des Königs, Prinz William Gloucester, mit dieser Krankheit diagnostiziert wurde. In Queen Charlotte scheint sich die Hypothese der Porphyrie zu bestätigen, da diese die gleichen körperlichen Schmerzen zu haben scheint. In der Serie neigt George zu emotionalen Ausbrüchen, manischen Episoden, Paranoia und Gedächtnisproblemen. Charlotte achtet darauf, ihn in diesen Zuständen zu schützen und zu verbergen. Dieser Wunsch, George und seinen Zustand zu verbergen, ist typisch für diese Zeit. Dem historischen König George III. Wurde damals Wahnsinn diagnostiziert. Dass George sich in einem manischen Zustand befand, würde auch zu den zeitgenössischen Beschreibungen seiner Krankheit durch Zeugen passen, wie BBC berichtet. Dies sollte vor der Öffentlichkeit verborgen bleiben, um das Ansehen der Krone zu schützen.